Brain Damage, mein Name ist Chris und Electric Callboy, was war das gerade eigentlich hier? Electric Callboy haben die letzte Electric Callboy haben ihre letzte Single vor Album Release veröffentlicht. Die heißt Hurricane. Warte. Die heißt Wie spricht man Hurricane auf Deutsch aus? Hurrikan. Und wir haben alle diesen Teaser hier gesehen. Ich habe auch dieses Mal in den Teaser reingehört und ich glaube, ich bin nicht passend gekleidet dafür. Eventuell drücken meine Nippel durch. Ist ein sehr helles Hemd. Ich mach den hier nur ein bisschen zu. Als ich mir dieses Hemd gekauft habe, hatte ich noch ein paar Kilo weniger auf dem Kasten. Da war das ein bisschen angenehmer. Das hier ist jetzt einfach nur extrem eng und unangenehm. Aber jetzt hören wir die neue Single von Electric Callboy mit dem Namen Hurricane. Ich sollte vielleicht mal doch wieder zum Friseur. Das Einzige, was ich bisher weiß, ist, dass er mit 2 Minuten 9 relativ kurz ist, beziehungsweise mit 2 Minuten 8. Was aber gar nicht so dumm ist, weil kürzer Spotify-Algorithmus, wird öfter geklickt, letzte Single vom Album, absolut genial, clever. Ich habe ein Teaserbild gesehen, auf dem Mia Julia ist. Und auch wenn ihr mir das glaubt oder nicht, bis vor 2 Tage wusste ich nicht, was Mia Julia macht. Ich wusste, dass sie irgendwie musiktechnisch ein bisschen was macht, weil die ja auch bei Trailer Park da am Start war. Was die gute Dame sonst noch so macht, das wusste ich bis vor 2 Tagen tatsächlich nicht. Jetzt weiß ich's. Okay, das neue Album kommt in 3 Wochen? In einem Monat erst. Aber wieso ist es... In der Story haben sie doch gesagt, dass wegen Musikvideo verschoben wurde, oder? Oder kommt dann nochmal ein Video? Ich habe übrigens auch in den letzten Electric Callboy Reactions in letzter Zeit sehr viele Kommentare bekommen, dass ich ja viel zu oft pausiere. Ich werde heute die Scheiße aus diesem Video raus analysieren, wenn es das Video zulässt. Electric Callboy, Staring Mia Julia. Okay, let's go. Hurricane. This video deals with sensitive issues, including German Schlager and death. It contains scenes. Okay, Schlager. Alles klar, Schlager und Tod. Alright. Could be sexual, graphic or taboo in nature. Viewer discretion is strongly advised. Okay. Alright. Wenn ich all die Bilder sehe, dann denke ich nur an dich. Moment mal. Ist da so bei euch im Hinterkopf vielleicht irgendwann mal oder ist mehr so, nee, wir bleiben komplett Englisch? Für mich ist es keine Alternative. Wir waren immer eine internationale Band. Das will ich für mich auch so beibehalten. Ich werde niemals nur, also, da werde ich auch immer mein virtuell singen, Alter. Aber man muss auch sagen, der Song mit Kalle, das hat Spaß gemacht, aber das ist es dann auch, ne? Man muss so bleibt es dann jetzt auch, ne? Und basta, ob du hier bist oder nicht. Vertrauen gebrochen. Okay, Wie du gestern auf mir saßt, Gott, war das widerlich. Dein Geruch, der noch an mir klebt, der ist jetzt überall. Und schon klingelt mein Telefon, du willst mich noch einmal. Okay, also, es ist so viel. Es klingt so anders. Es klingt einfach so brutal anders. Wenn ihr die mal live gesehen habt und bei Kastrop Spandau zum Beispiel die Parts auf Deutsch hört, man hört sie raus. Man hört die Stimmen richtig raus. Bei diesem Song, das klingt einfach wie jemand komplett anderes. Das ist beeindruckend. Und das Ganze klang jetzt für mich nach einem sehr negativen Zusammenkommen zwischen zwei Menschen. Das Erste, an was ich gerade denken musste, nachdem ich dem ersten Part jetzt gehört habe, war von 257 das Baby, du riechst. So dieses negative, positive. Wie ein Hurricane, der sich durch mein Leben zieht. Ohne Rast und Gefühl, ziehst du mich immer wieder zu dir. Du bist wie ein Hurricane, der sich durch mein Leben zieht. Und du weißt ganz genau, ich kann dir niemals wieder entkommen. Okay, hier gibt's leider nicht so viel zu sehen. Nix sieht nicht so aus, als ob man hier irgendwas versteckt hätte. Dem Dude hier scheint sehr zu gefallen, was hier passiert. Aber sonst sehe ich hier jetzt nichts Verstecktes. Keine versteckte Botschaften. Ich weiß noch nicht, was ich zu dem Lied sagen soll zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich gerade legit erschrocken. Ich habe gedacht, das ziehen die jetzt echt hart durch. Okay, ich muss den
den Part nochmal kurz reinmachen. Wenn ich mir das so anhöre, dann, ich glaube wirklich, der Grundgedanke dahinter war, es reicht nicht, wenn wir einfach nur unsere normale Metal-Musik da jetzt reinhauen. Wir müssen wirklich den größtmöglichen Kontrast überhaupt schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Hintergedanke war. Der hat funktioniert. Ich werde hier vielleicht das ein oder andere da unten ausblurren, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe keinen Bock, dass das Video dann doch aus irgendeinem Grund wegen irgendwas ab 18 oder gesperrt wird. Sobald Blut zu sehen ist, blurre ich das hier unten aus. Es tut mir sehr leid, auch hier, wenn Leute hier wegen pausieren und alles und warum blurrst du das aus? Schaut euch das Originalvideo für genau solche Szenen an, es lohnt sich. Okay, ich dachte gerade, dass hier von Nico nur ein Arm rumliegt, aber ich glaube, also weißt du, der Unterarm, aber ich glaube, der Arm ist noch attached. Sonst keine fehlenden Körperteile, schade. Aber hier haben wir keine Arme mehr. Also sieht so aus, als wären hier die Arme weg. Ne, sonst müsste alles dran sein. Hier fehlt ein Fuß, glaube ich. Fehlt hier ein Fuß? Wir sehen es gleich nach dem Hinzoomen. Also hier fehlt ein Fuß, hier fehlen die Arme. Und da unten geht der YouTube-Balken nicht weg. Ich muss den Part nochmal... Aber diese Transition ist unglaublich gut gemacht. Der Ton geht richtig schön über. Das hört sich sehr gut an. Ich sage jetzt mal so, jetzt rein von meiner Ansicht her, rein vom klassischen Hörgenuss, wird das wahrscheinlich der Song sein von den bisherigen, die ich am wenigsten hören werde. Da bin ich ganz ehrlich, es ist witzig, es ist wirklich von diesem übelsten Kontrast, den wir hier haben, ist es wirklich gut gemacht. Aber es ist jetzt nicht sowas, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo beim Arbeiten bin oder im Fitnessstudio bin, so dann ist es nicht der Go-To-Song, auf den ich richtig Bock habe. Das ist mehr sowas für ein Festival, Campingplatz, Partys oder so, wenn man einen speziellen Freundeskreis hat. Einfach nur, um der Mutter zu zeigen, hey, Mom, guck mal, ich höre jetzt auch so Musik, wie du hörst. Ich habe keine Ahnung, ob meine Mom Schlager hört, ich glaube nicht. Und dann denkt die sich so, ach ja, schöne Musik. Und nach einer Minute hauen in die Fresse. Also die Musik, nicht man selber. Man sollte nicht seine eigene Mutter schlagen. Man sollte gar niemanden schlagen. Ich glaube, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich bin sehr gespannt, ob wir hier nochmal ein Musikvideo bekommen. Wir haben ja jetzt nochmal einen Monat. Weil wenn wir nochmal ein Musikvideo bekommen, dann haben wir, wir sind jetzt bei 5 von 10 Liedern, die wir schon im Voraus kennen. Dann wären wir bei 6 von 10, was nichts Verkehrtes ist. Das ist eine heutzutage sehr gängige Release-Strategie im Musikbusiness. Siehe Bring Me The Horizon, wenn man auf internationale Ebene schauen will. Die haben ja auch Song hinter Song rausgehauen. Ich meine Ludens. Wann kam Ludens raus? 1,5, 2 Jahre, bevor das dazugehörige Album rauskam. Hierzulande, das Lumpenpack hat Songs ohne Ende vorm Album veröffentlicht. Da waren im Endeffekt nur 3 Lieder neu. Also die Release-Strategie macht mehr als Sinn, weil du eben Leute permanent an der Stange hältst. Du zeigst eben, hey, guck mal, Musik, 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 Musik. Und die Leute, die sich CDs kaufen, die kaufen sich nicht CDs wegen den Vorab-Singles heutzutage, sondern um die Band zu unterstützen. Und der Rest streamt sowieso. Deswegen sehr clever gemacht, auch das hier jetzt nochmal kurz vor knapp zu veröffentlichen. Genial. Die Länge, diesen Kontrast, den Witz, den du damit hast. Absolut genial gewählte Single jetzt nochmal so kurz vor Album-Release. Wie gesagt, ist jetzt nicht mein Favorit. Würde wahrscheinlich auch nicht vom Album. Dazu gefallen mir einfach die vorherigen Single einfach viel zu brutal auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich appreciate sehr diesen Song für das, was er ist und für das, was ich jedenfalls glaube, was er sein soll. Ich will dieses Hemd ausziehen. Das ist viel zu eng. Vor allem hier. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich sehr gerne positiv bewerten. Diesen Kanal abonnieren für ab und zu Reaction, jeden Montag Musik-News. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Song haltet. Gerne auch so im Vergleich zu den anderen Songs, die bisher erschienen sind. Ansonsten, Sonntag einschalten, da gibt es einen Musik-Talk mit dem Yannick. Wir haben unser eigenes Festival entworfen. Crazy. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Videos anschauen. Interview mit Electric Callboy. Sehenswert. Schalte wieder ein.